Ibrahim a.s. Allah teilte uns im Koran mit, wie wichtig ihm das Gebet war. Ja, er machte sogar Dua. Er sprach sogar Dua, ja Allah, lass mich einer der Betenden sein. Prophet Allahs? Ja. Rabbi ja'alni muqim as-salati wa min dhurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumu al-hisab. Das war dieses Bittgebet. Er sagte: O mein Herr, mach, dass ich das Gebet verrichte. Mach, dass ich das Gebet verrichte. Rabbi ja'alni muqim as-salat. Ja Allah, bedeutet dieses Dua, lass mich, dass ich für immer das Gebet einhalte. Dass ich niemals das Gebet unterlasse. Dass ich das Gebet so verrichte, wie du es liebst. Und dann machte er Dua für seine Nachkommen, für seine Kinder und Kindeskinder und für dich. Wa min dhurriyyati. Machst du Dua für deine Kinder? Dass sie auch zu den Betenden zählen sollen? Wallahi, es ist nicht selbstverständlich, dass deine Kinder beten. Und das sehe ich, der Bruder ist in der Moschee und seine Kinder in der Spielothek. Der Bruder betet Qiyam al-Layl und seine Kinder sind woanders mit Qiyam al-Layl beschäftigt. Möge Allah uns davor bewahren. Machst du Dua für dich und deine Kinder, dass sie auch zu den Betenden zählen sollen, dass sie niemals das Gebet unterlassen sollen? Rabbana wa taqabbal du'a. Und da sagte er: O Allah, nimm mein Bittgebet an. Nimm meine Gebete an, nimm mein ganzes Gottesdienst an. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumu al-hisab. Ein Dua, den wir alle sprechen sollen. Und schaut mal diese Reihenfolge. Man beginnt mit sich selbst. Rabbana ighfirli. O Allah, vergib mir und meinen Eltern und allen Gläubigen, wenn die Stunde da sein wird, die Abrechnung beginnen wird. Zuerst für dich, denn du sollst dich retten. Und dann für deine Eltern. Sie kommen zuerst, nicht deine Frau und nicht deine Kinder. Deine Eltern. Und dann kommen die Mu'mini. Ja, dakir al-Ashab, komm mutadiban.